Diese gigantischen Öfen verbrauchen am Tag so viel Heizgas wie eine Kleinstadt. Rutscht solch ein glühender Brocken aus den Greifern des Krans, entsteht in der Halle ein Millionenschaden. Dementsprechend vorsichtig arbeitet der Kranführer. Das Werk in Völklingen hat die modernste Freiformschmiede der Welt. Die Backen des Greifers und die Kette des Krans können Werkstücke bis zu 165 Tonnen Gewicht bewegen. Abgeschottet von Hitze und Lärm sitzen im Steuerhaus Steuermann und Kranführer. Das ist der Schmiedeplan für die große Generatorenwelle. Über eine ganze Woche zieht sich der Arbeitsgang. Zunächst formt die Presse einen Zapfen, an dem sich der Rohling besser packen lässt. Sorgsam ausbalanciert dreht der Kettenkran den glühenden Koloss. Der Schmied steuert den sogenannten Manipulator per Joystick. Eine riesige Kette hilft beim Drehen und Bewegen. Erster Arbeitsgang, Recken. Die Presse schmiedet den Rohling in die Länge. Beim normalen Schmiedebetrieb fahren wir in der höchsten Stufe mit 7.500 Tonnen. Und dabei kann man natürlich schon also das Maß bis auf 2 mm genau ansteuern. Unter dem langsamen Druck springt die Schlacke vom glühenden Block. Mit Pressluft bläst der Arbeiter die Reste vom sogenannten Schmiedesattel. Durch das Pressen verdichtet sich die innere Struktur des Stahls, vergleichbar mit dem Kneten eines Teigs. Das Werkstück darf nicht zu lang werden, deshalb misst das Schmiedeteam immer nach. Der Block ist fürs Weiterschmieden nicht mehr heiß genug. Er soll wieder in den Ofen. Jetzt muss die Schlacke aus der Grube raus, denn die Pressköpfe, die Sättel, werden ausgetauscht. Zwischen diesen Sättel wird dieses Schmiedestück gepresst und gelenkt, gestreckt, wie wir dazu sagen, um auch unsere Formen einzustellen. Also es ist nicht mehr dieses Schmieden am Amboss, wie wir das von früher her kennen, sondern vielmehr üben wir hier einen ruhigen Druck zwischen unseren Sattelbahnen aus und werden hiermit unser Werkstück formen. Schmieden und erhitzen. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals. Das verdichtet den Stahl und ist entscheidend für die Qualität der Generatorenwelle. Einen halben Tag hat der Stahl im Ofen geruht. Der Kran holt jetzt das tonnenschwere Werkstück vom Herdwagen. Der nächste Arbeitsgang steht bevor, das sogenannte Stauchen. Diesmal stellt der Kranführer den Block senkrecht. Zentimeterweise drückt die Presse das glühende Metall zusammen. Der Block ist jetzt in sich verdichtet und wird wieder in die Horizontale gelegt. Währenddessen richtet das Schmiedeteam die Werkzeuge für das zweite Recken ein. Tausende Tonnen pressen das glühende Werkstück in die gewünschte Form.
Jetzt kommt die Produktion in die entscheidende Phase. Der Kettenkran muss den glühenden Koloss sichern und stützen. Schmied und Kranführer sind ein gut eingespieltes Team. In vielen Fällen reicht der Manipulator nicht aus. Dann muss man sich den Schmiedekran zur Hilfe nehmen, weil die Werkstücke einfach in der Länge zu lang werden und der Schmiedekran vorn dazu dient, die Werkstücke gerade zu halten, da sonst das Werkstück abknicken kann. Nächster Schritt. Der Arbeiter schmilzt mit Sauerstoff die Risse im Stahl aus. Doch das Werkstück ist noch nicht fertig. An den Enden sitzt sogenannter Kopf- und Fußschrott. Der muss weg. Die Reststücke wandern wieder in den Schmelzofen. Die Welle selbst bekommt noch einmal Hitze. Dann der entscheidende Arbeitsgang, das Härten im Wasserbad. Die 13 Meter lange und über 80 Tonnen schwere Welle muss in ein riesiges Becken. Die Oberflächenbearbeitung. Bis zu 14 cm Stahl dreht die Maschine außen von der Generatorwelle ab und arbeitet dabei auf einen halben Millimeter genau. Über 200 Wellen stellt die Saarschmiede pro Jahr her. Turbinen und Generatorenwellen für Kraftwerke oder Ozeanriesen. Der durchschnittliche Preis für eine Welle liegt bei etwa 200 Euro.